Okay, Herr Malik, ganz, ganz lieben Dank, dass Sie dabei sind. Das ist uns wirklich eine sehr, sehr große Ehre, so eine Persönlichkeit hier an der Hochschule zu haben. Und als ich Ihnen von der Idee erzählt habe, Glück und erfülltes Leben, haben Sie gleich gesagt, da bin ich dabei, ich unterstütze gerne. Ich habe Herrn Ja. Malik wirklich auch als einen sehr wertschätzenden Mann kennengelernt. Wir haben so zwei Bereiche. Ich wollte ganz kurz mal so ein bisschen in die Person Malik einsteigen und dann hat der Malik noch fünf Charts mitgebracht, wo wir zum Thema Management und Zukunftsperspektiven darauf eingehen. Da blende ich dann die mit ein. Herr Malik, ich wollte eigentlich mal so ganz kurz so einsteigen. Wie haben Sie denn eigentlich so Ihre Kindheit erlebt? In dem Vorgespräch haben wir auch festgestellt, das war ja gar nicht so ein einfaches Leben, was Sie hatten und wo Sie herkommen. Wie beschreiben Sie denn so Ihre Entwicklung? Was haben Sie so mitgenommen? Was waren die wichtigsten Erkenntnisse, die Sie von Ihrer Großmutter und Mutter mitgenommen haben? Na gut, also ich bin aus einer Vorarlberger Familie, unmittelbar an der Schweizer Grenze. Meine Kindheit war geprägt von Nachrichten über den Tod von drei Söhnen und einer Tochter. Also ich bin selber bin Jahrgang 44, aber als ich dann eben herangeworden als Kind, nicht wahr? Meine Großeltern hatten 10 Kinder insgesamt und die drei Söhne sind im Krieg gefallen. Eine Tochter ist bei einem Bombenangriff ums Leben gekommen. So war das halt eben und mein Vater ebenfalls. Aber ich hatte eine wunderbare Mutter, die hat mir die Liebe zu Büchern beigebracht und die Liebe zur Musik vor allen Dingen. Und ich habe auch eine 1,5 Jahre jüngere Schwester. Wir sind ein Herz und eine Seele gewesen durch die ganze Zeit herauf. Ich war ein guter Schüler, ich bin gemocht worden, wenn ich es mal so sagen darf, von meinen Lehrern. Und ich habe sehr gerne gelehrt. Ich bin dann nach den Pflichtschulen bin ich dann in eine höhere Schule gegangen, die bei uns in Österreich Handelsakademie heißt. Also etwas, was mir eben, ich habe übrigens ein Jahr dann in einer Fabrik gearbeitet und das hat mich dann gelehrt. Ich hatte dort drei verschiedene Chefs. Zwei waren, wenn ich das sagen darf, Arschlöcher. Darf man das sagen bei Ihnen? Ja, darf man sagen, auf jeden Fall. Sie auf jeden Fall, Herr Malik. Also ich bitte die Damen und Herren, die jetzt hier dabei sind, nicht wahr? So war das, so habe ich das empfunden. Und einer war wirklich toll. Und so habe ich eben gesehen, es gibt auch wirklich gute Chefs, die auch mit einem noch jungen Menschen jene Dinge ihm beibringen können, die er eben braucht. Aber nach diesen 5 Jahren, ich war natürlich schon fortgeschritten, sagte ich mir, ich will studieren. Und ich bin nach Innsbruck gegangen. Ich habe immer eine Frage, weil eine kleine Anekdote, die Sie mir im Vorgespräch mal erzählt hatten, und zwar ein Zitat von Ihrem Schuldirektor, hatten Sie mir gesagt, der Ja. Schuldirektor hatte gesagt, oh, da können Sie mal kurz die Geschichte erzählen von dem Ja, Schuldirektor. also ich habe mit meiner Rock'n'Roll-Band, also ich weiß nicht, ob jetzt die Damen und Herren, die dabei sind, noch wissen, was Rock'n'Roll ist Doch, und was. wir haben großes Gelächter, alle zeigen die Daumen hoch hier vorne, alle dabei. Ich sehe sie leider Gottes nicht, ich würde mir das aber sehr wünschen. Also Rock'n'Roll und Beatles, Chuck Berry und so weiter und so weiter. Und so haben wir als Quartett, ich habe Gitarre gespielt. Ich habe, bis ich 12 war, habe ich spanische Gitarre gelernt, also natürlich auch Volksmusik. Und dann aber kam natürlich eben dieser ganze Rock'n'Roll und so weiter und so weiter. Und das war absolut fantastisch. Und ich bin dann mal zurückgekommen, das war noch in der Matura-Klasse, und bin eingeschlafen, weil wir halt eben die halbe Nacht durchgespielt hatten, nicht wahr? Getrunken haben wir eigentlich nicht, aber ein Gläschen war schon dabei oder zwei Bier und so. Aber ich bin halt, es war halt eine lange Nacht im Faschingstrubel. Und da bin ich eingeschlafen und dann höre ich von weit, weit her, der Direktor des Gymnasiums hat diese Stunde bestritten, hat gesagt, Malik, Malik, mit Ihnen wird es ein schlimmes Ende nehmen. Wow, wenn der das sagt, verdammt nochmal, da muss ich das ernst nehmen, nicht wahr? Und ich habe dann aber mein Abitur mit Auszeichnung gemacht, ein Jahr später, nicht wahr? Und bin zu ihm hin, hat er als Direktor natürlich die Hände gedrückt und habe ihn ein bisschen frech angeschaut und habe gesagt, lieber Herr Direktor, wie finden Sie jetzt dieses Ende? Ja, das hätte ich nicht gedacht. Okay, also damit war die Mittelschule, also Gymnasium abgeschlossen, Handelsgymnasium.
Danach also Arbeit in einem Unternehmen, drei Chefs, wie ich sagte, ein guter, zwei miserable. Und dann habe ich beschlossen, schon etwas älteres Semester zu studieren. Und ich habe das in Innsbruck gemacht. Erstens, weil mir Latein fehlte. Ich wollte eigentlich nach St. Gallen, aber das hat man dort eben verlangt und ich hatte das nicht. Und vor allen Dingen in Innsbruck natürlich ein Eldorado für mein Hobby, Bergsteigerei, nicht wahr? Ich bin mit Bergführern dort, junge Leute, die halt eben auch studiert haben, sind wir in die nahen Berge gegangen, häufig nach Südtirol. Ich weiß nicht, wer Südtirol von euch allen, ich duze euch jetzt irgendwie, das müsst ihr besuchen, das ist ein Eldorado. Nur schon diese Berge anzuschauen, also heute kann man es ja per Video bzw. Computer machen, das ist einfach fantastisch. Es ist das Eldorado von Reinhold Messner, der natürlich mein Vorbild war. Ich war bei weitem nicht so gut, ich bin Amateur, aber wir haben schon ziemliche Touren gemacht und ich habe da zwei, drei, ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Ich habe hier zwei, drei kleine Bilder. Kann man das sehen auf der rechten Seite? Ich spiele mir das mal ein. Ich habe mal hier, ich zeige Ihnen das mal. Wir haben hier ein Bild, wo er beim Klettern ist, von Herrn Malik. Augenblick, ich blende das mal kurz ein. Eine Sekunde. Also wenn Sie auf den, ich kann natürlich das Ding herüberziehen. Können Sie meine... Ich mache Herr Malik, ich habe ein Bild von Ihnen bekommen, von Ihrer Assistentin. Ich zeige das jetzt mal. Aha, okay. Okay, so, da ist Herr Malik. Also ich war wirklich beeindruckt. Ne? Kann man ihn da sehen, da vorne, ja? Ja, kann Sie ihn sehen, ganz klein, ne? Also man glaubt das gar nicht so. Ja, ja, also das vorne, ist Eisklettern, ne? Eisklettern also und das andere Bild davor, das war am Mount McKinley, der härteste Berg der Welt, wie er genannt wird, in Alaska. Also das, bevor eine Sturmfront hereinkommt, können Sie das auch noch aufschauen? Nee, das hat die Berge, ich habe ihn nicht mehr reinbekommen in der Schnelle. Also, aber das fand ich so beeindruckend, das Foto, was ich da gesehen habe, wo ich gesagt habe, Respekt da gehört. Weil, Herr Malik, was haben Sie denn so gelernt oder was kann man denn so übertragen? Sie haben auch ein Buch dazu geschrieben zum Thema Bergsteigen, was Sie mir auch mal geschenkt haben, weil es sehr interessant war. Ja, und Sie tanken da ja auch Kraft raus, ne? Das war auch meine Frage. Sie holen sich ja Kraft und Energie aus dem Bergsteigen raus. Ja. Was sind denn so die wichtigsten Fähigkeiten, die Sie beim Bergsteigen erlebt haben und wie kann man da auch einen Bezug herstellen zum Management? Ja, also erstens einmal, das sind mehrere Dinge. Erstens braucht man Ausdauer. Man muss Ausdauer. Es gibt Routen, die sind 10 Stunden lang, 15 Stunden lang. Bei manchen Touren muss man dann bivakieren. Am anderen Morgen geht es wieder weiter in aller Frühe. Dann gibt es insbesondere in den Dolomiten diese wunderbaren steilen Kletterberge. Also das Bild, das Sie hier eingeblendet haben, stammt aus den Dolomiten, diesmal Eisklettern. Mhm. Und ich habe das alles mit Leidenschaft gemacht. Man muss seine Feelings unter Kontrolle halten. Mhm. Man muss Angst überwinden, denn man hat Angst, nicht? Und dazu stehe ich. Und die meisten Alpinisten, inklusive Reinhold Messner, haben über diese Dinge, der natürlich eines meiner unerreichbaren Vorbilder war, gleich alt wie ich, aber natürlich nur Bergsteigerei gemacht hat. Und es ist einfach eine fantastische Landschaft. Und das andere Bild können Sie jetzt nicht sehen. Das ist, wie gesagt, Mount McKinley, wo wir sind 200 Meter unter dem Gipfel gewesen, nach einer Woche Aufstieg. Und dann kommt eine Schlechtwetterfront herein. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Am McKinley, er ist berüchtigt. Und wir haben dort leider Gottes umkehren müssen und waren dann rechtzeitig wieder in unserem Hochcamp unten. Und das hat dann 2 Tage Sturm mit sich gebracht. Und da will man dann nicht auf diesem Berg gerade stehen. Ja, also man muss sich disziplinieren. Man muss natürlich Freude auch haben. Man muss lernen, Ängste und Schwierigkeiten zu überwinden. Ja, und so ging das mir und viele gute Freunde unter den dortigen Bergführern etc. etc. Ich bin heute noch ein leidenschaftlicher Skifahrer, Hochtouren, ich fahre schnell und immer noch ziemlich gut. Bin ein bisschen in die Jahre gekommen, aber ich merke, dass das eigentlich gar kein großes Problem ist. Man muss halt ein paar Stunden länger trainieren, so ist das. Sehr schön. Ja, und ich habe letzter Satz, damit ich vielleicht auch für die Kolleginnen und Kollegen, ich habe früher mal schwer geraucht, aber beim Bergsteigen habe ich es mir dann abgewöhnt. Also, um das auch noch, die Sünde zu beichten. Ja, sehr schön, Herr Malik. Ich hoffe, ich kriege Ablass. Herr Malik, in einer der ersten Begegnungen, die wir damals hatten,
hatte ich Ihnen ja gesagt, dass ich zu dem Thema Glück und erfülltes Leben gerne anfangen möchte, Forschung zu betreiben. Das war nach meinem Schlaganfall. Und Sie haben da so in dieser sehr wertschätzenden E-Mail auch gleich zurückgeschrieben, ja, Viktor Frankl müssen auf jeden Fall studieren. Ja. Ist eine sehr, sehr große, bemerkenswerte Person, die ja Auschwitz überlebt hat. Ja. Und was haben Sie von Viktor Frankl gelernt? Was sind die wichtigsten Sachen? Ja, im allerweitesten Sinne ist Viktor Frankl ein Motivationsexperte. Aber das geht weit über das hinaus, was wir sonst unter Motivation hören. In St. Gallen habe ich von Viktor Frankl nichts gehört, aber ich habe ihn dann natürlich kennengelernt. Viktor Frankl ist Psychiater, hat Auschwitz überlebt und hat die Lehre vom Lebenssinn geprägt. Was für einen Sinn habe ich im Leben? Woher kommt dieser Sinn? Und er sagt immer wieder, wer einen Sinn im Leben hat, der erträgt fast jedes Wie. Und für mich war er sehr glaubwürdig wegen seines Lebensweges. Wie gesagt, Auschwitz überlebt und hat dann wunderbare Bücher geschrieben, mehrere, etwa 10, sehr verständlich, sehr wunderbare Beispiele. Also ich kann jedem das nur empfehlen. Das ist mehr als jede andere Motivation. Wer einen Sinn in seinem Leben findet, natürlich, er muss diesen Sinn auch suchen. Von allein kommt er nicht. Und man erfährt diesen Sinn im Dienste einer großen Aufgabe, die man sich stellt oder die man gestellt bekommt, was ja Führungskräften in der Wirtschaft immer wieder so ist. Und es ist mehr als Zweck. Viel, viel mehr als Zweck, nicht wahr? Zweck ist Purpose, wenn man das richtig übersetzt. Aber Sinn ist Meaning, Meaning of Life. Er ist in Amerika sehr berühmt geworden, hat viele Bücher geschrieben und ich kann das, wie gesagt, jedem nur empfehlen. Es ist eine Lebensstütze ganz besonderer Art, auch wenn es einem mal stückweise schlecht geht. Sie hatten mir im Vorgespräch auch mal eine Geschichte erzählt, dass Sie die Tonbänder von ihm, von Ihrer Mutter bekommen haben, die diesem Auto gehört haben, die sehr bewegt haben. Und Sie haben diese Tonbänder auch dann mal Führungskräften und Managern vorgespielt. Wie war da die Reaktion? Ja, ich muss Ihnen sagen, da hat etwa ein Viertel geweint. Frankl spricht derartig berührend und darum möchte ich meinen Kolleginnen und Kollegen hier empfehlen, kaufen Sie nicht nur ein Buch, sondern kaufen Sie sich ein Tonband, also Tonband, eine Diskette oder was immer wir heute eben auf den Computern haben, das gibt es alles. Und Sie werden sehen, was das für eine fantastische, durchdringend menschliche Lehre ist, wie man Schwierigkeiten überwindet, wenn sie, nicht, dass man sie suchen muss, aber sie kommen halt eben für die meisten, zumindest in gewissen Phasen. Und wenn das so ist, dann braucht man eine Stütze. Mein Gott, mancher sucht sie in einer Kirche, anderer sucht sie in Freundschaften, ein weiterer sucht sie, oder eine, es gilt natürlich für die Frauen genauso wie für die Männer, in einer Ehe, die dann aber vielleicht nicht so verläuft, wie man es gewohnt ist. Natürlich findet man einen Sinn, wenn man Kinder hat, die man liebt und so weiter, gute Lehrer hat. Aber Frankl bringt diese Dinge in einer derartig verständlichen, berührenden Art und Weise auf den Punkt, dass ich Ihnen das wirklich ans Herz legen möchte. Herr Meile, wir hatten ja ganz zum Schluss noch die Frage, was wünschen Sie sich für die Zukunft? Und da haben Sie gesagt, ja, da ich mal ein paar Charts, die ich da auch mal dazu nutzen will. Ich blende jetzt mal ein, die Charts. Ja. Auch eine Sekunde. So. Freigeben. Ja, also, dass Sie hier das Bergsteigerbild eben draufbringen, nicht? Das ist Eisklettern. So, das war jetzt die erste Chart von Ihnen, das Cover-Chart, Herr Malik. Können Sie das sehen? Ja. Ja, ja, ich kann sagen das sehen. Sagen Sie einfach, wenn ich weitermachen soll, Herr Malik, ja? Ja, ist gut. Also, das ist das Deckblatt. Es kommen jetzt danach dann noch 4 weitere Charts, die ich Ihnen gerne erläutern möchte. Sie sehen jetzt schon mein wichtigstes Bild, nämlich die beiden sich überlagernden
S-förmigen Kurven die Welt im Management, in der Wirtschaft, im tatsächlichen Leben bewegt sich nicht entlang oder nur ganz selten von linearen, also geraden gerade Linien, sondern es sind S-Kurven. Natürlich sind sie in der Wirklichkeit nicht ganz so schön stilistisch, wie ich sie hier dargestellt habe, aber wenn wir jetzt dann gleich zum nächsten Bild kommen, das ist auch dynamisch, wenn Sie jetzt mal noch nicht klicken, bitte. Sie sehen die Überschrift, man braucht drei Strategien in der Situation. Wir haben nämlich eine zu Ende gehende rote Kurve. Das ist das, woher unser bisheriger Wohlstand kommt. Sie alle kennen sich aus in diesen Dingen. Und nun kommen wir in eine ganz neue Situation mit IT, mit ganz neuen Möglichkeiten in den Computerwissenschaften. Und das 21. Jahrhundert, ich habe einen guten Teil meiner Lehre, meine Vorträge laufen unter dem Titel Große Transformation 21. Und ich bin dann immer gefragt worden, ja, meinen Sie denn das Jahr 21? Und ich sage, nein, liebe Gäste und Freunde, ich meine das 21. Jahrhundert. Wir haben 4 solche Transformationen schon hinter uns und das ist nun die 5. Und das ist eine ganz entscheidende, auf das will ich kommen. Man braucht in einer solchen Situation, wie Sie sehen, 3 Strategien. Ich muss nämlich weitermachen auf der roten Kurve. Sie sehen den vertikalen Strich. Ich muss möglichst gut aufbauen die grüne Kurve, denn das ist meine Zukunft. Und ich muss die kritische Entscheidungszone mit der ganzen Verlagerung von praktisch sämtlichen Ressourcen umsteuern. Und das sind 3 gewaltige Aufgaben. Grün, die Grundlagen der zukünftigen Existenz. Rot, die Grundlagen der bisherigen Existenz, technologisch, beruflich und so weiter. Und die Übergangszone, die Verlagerung sämtlicher Ressourcen. Wenn Sie jetzt so nett sind zu klicken, dann sehen Sie, dass der Vorhang jetzt über die Zukunft gezogen wird. Wir wissen nicht, wie die Zukunft ist. Ich habe ein bisschen gefaked jetzt, hinter die Tür geschaut. Jetzt bin ich dort, wo die Sache wirklich gefährlich ist. Warum? Die rote Kurve ist strategisch gesehen irreführend, und zwar systematisch. Die meisten Leute tendieren dazu zu sagen, ja, wir haben ein bisschen weniger Wachstumsrate gehabt im letzten Jahr, aber wir machen ein bisschen mehr Werbung, wir wechseln die Werbeagentur und so weiter und so weiter und wir wechseln ein paar Positionen aus in unserem Unternehmen und dann kommt das schon wieder. Oh nein, wenn man diese Kurven mal studiert hat und Sie sehen dann noch mehr davon, dann muss man rechtzeitig auf die grüne Kurve achten. Übrigens, Rot und Grün hat keine politischen Bedeutungen hier, sind rein der Unterscheidung verdankt. Und in der Mitte sehen wir eine ziemlich turbulente Zone, wo es vom Roten ins Grüne hinübergeht. Die kritische Entscheidungszone mit der Verlagerung von praktisch allen Ressourcen inklusive Organisationsformen, Ausbildung von Führungskräften, der Begriff Management beginnt eine neue Bedeutung anzunehmen und darüber möchte ich Ihnen ein paar Dinge sagen. Ich habe nur noch 3 Charts, die ich Ihnen zeigen möchte. Ich habe mich wirklich gehalten an Ihre Prinzipien, lieber Herr Kollege, und bitte Sie jetzt mal ein Stück weiter zu klicken. Zum neuen Chart jetzt, ja. Bitte weiterschalten, ja. Müsste das nächste Slide kommen. Ja, okay. Aha, jetzt geht das wieder zurück, jetzt bitte. Ja, so, das, ja. Ah, jetzt, ja, gut. Das ist nun 2 Vergleiche. Schauen Sie, New York, die meisten von Ihnen werden das kennen, waren mal da. Fifth Avenue zu Ostern 1900. Linkes Bild, nur Autos. 1900, nein, umgekehrt, ein Auto auf dem Bild, nämlich dort, wo ich den roten Kreis gemacht habe. Ein Auto, alles andere sind Pferdekutschen. Fifth Avenue. Auf der rechten Seite, 1913, 13 Jahre später, kein einziges Pferd. Nur Autos. Selbe Straße, Fifth Avenue.
Nun gilt das natürlich nur für eine Großstadt wie New York. Für Gesamtamerika kommen die technologischen Zyklen, die neuen transformierenden Technologien, die kommen in ziemlich exakten Abständen. Das nächste Bild, bitte. So, von runden 55 Jahren. Achten Sie auf die vertikale Ordinate. Von 0% auf 100%, also jeweils die prozentuellen Anteile bis zur Sättigung. Und dann finden Sie um das Jahr 1800, das sind die Zahlen für USA. Links sehen Sie wiederum das wichtige Gesamtbild mit den farbigen Kurven. Das sind die Schifffahrtskanäle. Amerika war ein Land der Kanäle. Man hat Holz und Getreide und was immer man geerntet hat, mit Kanälen transportiert. 1836, Sie müssten das in der Mitte sehen, kann es Ihnen jetzt leider nicht vormachen, ist der Zentrumspunkt, der Mittelpunkt, wo die 50% erreicht sind. Und 1850 herum gibt es keine weiteren Kanäle mehr, sondern es entsteht etwas Neues, nämlich die Eisenbahnen. Amerika, Sie wissen das alle mit Sicherheit, ist ja ein Land der Eisenbahnen, Railroad Country. 55 Jahre Abstand. Und Sie sehen schon jetzt mit freiem Auge, die nächsten drei beiden Kurven sind wiederum 55 Jahre voneinander entfernt. Denn der nächste Schub kommt nun mit dem Automobil. Auto, selbstverständlich, Henry Ford, General Motors und so weiter, beginnt noch in den 1880er Jahren und steigt dann eben wie eine wunderbar elegante Fluglinie 1946. Ist der Straßenbau bei 50% und 1980 rund ist das Straßennetz von Amerika praktisch gemacht. Denn es entsteht etwas Neues. Die Fluglinien, die kommen natürlich schon als Folge auch des Krieges vor 1950. Die ganzen Luftwege, die Kurve ist dort ein bisschen weniger glatt, als man sie dann zeichnet für Forschungszwecke. 202 ist die Hälfte der heutigen Airlines bereits erreicht. Wir sind noch nicht ganz am Ende. 2030, 40 in der Größenordnung wird dort die Sättigung eingetreten sein. Achten Sie links nochmals auf die Kurve, immer 100%. Und was kommt dann? Wir wissen es nicht. Fragezeichen, die Magnetschwebebahn. In Deutschland erfunden, in Japan gebaut. Und ob die Amerikaner dort einsteigen, wissen wir noch nicht. Unten, Sie bekommen ja diese Unterlage, sehen Sie die Quelle, wo das alles erforscht wurde. Und das ist doch frappierend, wenn man denkt, ja, die Welt, die kann man doch nicht in solche Kurven hineinpressen. Nein, die Welt produziert sich entlang dieser Kurven. Genauso wie Menschen eben auch geboren werden, erwachsen werden, sterben, so ist das auch in den Technologien. Jetzt ein Stückchen weiter. Ich komme zum Ende, meine Damen und Herren. Die Hauptwirkung in diesem Jahrhundert ist die Digitalisierung. Das ist ein Primitiv, können Sie sagen, das wissen wir alle. Was ist neu daran? Es ist etwas Neues, denn wenn ich hier recht habe, und ich glaube, ich kann es nachweisen, dass es so ist, dann folgt der nächste Satz. Die beiden zentralen Koordinatoren der Menschheit werden in immer mehr Bereichen bedeutungslos. Das, was uns koordiniert hat als Gesellschaften, als Menschen, als Familien und so weiter, als Unternehmungen, werden jetzt anders gesteuert. Es wird diese Koordinatoren weiterhin geben. Aber ihre Bedeutung ändert sich radikal. Jetzt bitte klicken. Was ist das nämlich? Das ist Raum und Zeit. Jetzt, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, denken Sie mal drüber nach. Ich bin ziemlich viel älter als Sie. Für mich gilt das aber auch noch. Ich werde das noch erleben, bis zu einem guten Teil. Und Sie werden das Ganze wahrscheinlich erleben. Raum und Zeit. Sie existieren weiterhin, aber sie sind bedeutungslos. Warum? Früher mussten
die Missionare der katholischen Kirche mindestens 6 Monate auf dem, na, Monate nicht, aber 3 Monate auf Segelschiffen nach China segeln, um dort die Chinesen zum Christentum zu bekehren. Das brauchen wir nicht mehr. Wir haben eine Enter-Taste und innerhalb von Millisekunden ist das, was ich dort deponieren will, in China. Ich habe viel mit China zu tun gehabt. Raum und Zeit spielen jetzt keine Rolle mehr wie früher. Sondern ich muss die Dinge nur richtig, das sind 2 Gesetze, die ich Ihnen hier zum Schluss anbieten will. Ich muss die Dinge richtig zusammenbringen. Wir wissen, dass Wasser aus H2O besteht. Und so wie ich die Verbindung, die Vernetzung, das ist das Zauberwort, die Vernetzung nun schaffe, entsteht Wasser. Ich kann weder mit Wasserstoff waschen, noch kochen, noch gar nicht trinken. Ich kann auch mit Sauerstoff nicht waschen, kochen und trinken. Mit beidem zusammen, richtig vernetzt, das kommt ganz von allein zustande, gibt es Wasser und damit kann ich diese Dinge verrichten. Und das zweite Beispiel ist für mich eine Symphonie, das ist die Zeit. Ich habe 120 oder 30 Musikerinnen und Musiker und jetzt spielen die alle sequenziell. Die ersten Geigen beginnen, dann kommen die zweiten Geigen, dann kommen die Blasinstrumente, die Flöten, die Oboen, die Klarinetten und so weiter und so weiter. Und nach einer Woche, so lange dauert es, wenn Sie das sequenziell spielen lassen, dann will auch die Pauke noch mitspielen. Nun kommt aber einer und sagt, lass doch alle mal zusammenspielen, vernetzen. Sag ich, das geht doch überhaupt, das spinnst du. Geht doch nicht, 120 Leute, die verschiedene spielen müssen. Einer nach dem anderen. Nein, gar nicht. Alle zusammen. Und dann erleben wir 2 Stunden fantastische Musik. Ich nehme an, Sie alle können sich auch begeistern an einer Beethoven- oder Mozart- oder Bruckner-Symphonie. Und das sind die Dinge, die wir jetzt schon erleben können. Und das wird sich fortpflanzen in unser Jahrhundert, in euer Leben. Und dazu wünsche ich euch eine gute Ausbildung, viel Erfahrung, Freude an diesen Dingen, denn sie sind fantastisch, wenn wir es richtig machen. Und so wird das 21. Jahrhundert mit seinen fantastischen Möglichkeiten, die wir technisch haben, etwas ganz Neues in die Welt bringen. Es ist die 5. große Transformation. 4 sind schon davor, die kann ich jetzt nicht behandeln, sind aber in meinen Büchern drin. Und eine ist natürlich die Reformation, nicht wahr? Klar, die katholische Kirche war gar nicht so gut im Management, nicht? Und hätte es nicht die Jesuiten damals gegeben, ganz junge Patres, dann wäre wahrscheinlich die Kirche, ich wage diese Blasphemie, untergegangen oder zur Bedeutungslosigkeit geschrumpft. Und damals hat man eben diese Möglichkeiten gehabt. Wenn Sie mögen, schreiben Sie mir oder über den Herrn Kollegen, dann schicke ich Ihnen ein bisschen Texte dazu, wenn Sie das interessieren sollten. Ja, vielen lieben Dank, Herr Malik, für das Angebot. Das schätze ich wirklich sehr. Lieber Kollege, das wär's. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Und ich finde auch gerade das Thema Raum und Zeit und gerade auch Zeit ist etwas, was so unheimlich wichtig ist im fortschreitenden Alter. Das kann ich wieder zurückdrehen, ist auch so ein Thema, ne, im Hier und Jetzt leben und nicht verschieben. Vielen, vielen lieben Dank, Herr Malik, dass Sie bereit waren, hier uns in die Veranstaltung zu kommen. Ganz lieben Dank für die Insights auch über Ihr privates Leben und über Ihre Forschung. Ich habe schon viel von Ihnen gelernt, auch in den Vorgesprächen. Vielen lieben Dank und ich wünsche Ihnen alles Gute und wir halten auf jeden Fall Kontakt. Und hier noch ein kleines Geschenk, das werde ich bei meinem nächsten Schweizbesuch mal vorbeibringen und Ihnen persönlich überreichen, Herr Malik. Vielen herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Also ganz herzlichen Applaus.